Hola zusammen, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ich bringe euch eine Option für ein Abend-Make-up. Meine Haut ist schon alles fertig gemacht, meine Augenbrauen auch und meine Augen hatten schon Primer. Und jetzt anfange ich mit diesen Quartetten von MAC, eine helle Farbe und ich tue dort oben auf helle. Und mit Finger streiche ich nach unten und weiter. Und mit dieser Naked nehme ich diese Braunfarbe und ich tue dort in die Mitte. Und immer mit dem Pinsel, mit dem Brush, immer da verblenden. Und immer weiter nach oben. Und jetzt nehme ich die dunkle Farbe. Das ist von MAC, diese Swiss Schokolade. Und ich tue nochmal dort an die Außenseite von meinen Augen. Und tue so eine Markierung machen und dann weiter verblenden mit einer Brush. Und das ist meine dritte Braunfarbe. Das ist eine ganz dunkle Farbe, das ist von MAC. Und dort mache ich ganz so einfach einen tiefen Eindruck machen von der Außenseite von meinen Augen. Sehr gut. Und jetzt nochmal mit den von Naked nehme ich diese Schwarz, das ist der Blackout, und ich mache so wie eine V und dann mit den großen Brush nochmal so blenden und so weiter. Schauen mal, es sieht schon wunderschön aus. Dann komme ich nochmal mit den von MAC, Swiss Chocolate, und mache da drüber von den Schwarz, weil ich will dunkel, aber nicht schwarz. Und immer kontrollieren, ob die beiden Augen gleich sind. Und dann weiter. Genau. Das ist eine Fixierung Make-up von Mary Kay. Das ist sehr, sehr gut, weil nachher kommt die Pigmentfarbe von MAC und ohne Fixierung geht nicht so gut, nicht so genial. Und mit den Pinsel tue ich immer so streicheln, oder? Das ist eben die Pigment von MAC Naked. Ist eine sehr schöne Farbe. Das ist eine Fixierung. Dann tue ich die Pinsel sprayen, so ein bisschen, dass die Pigment sehr gut hebt. Und dann gehe ich dort, wo die Fixierung ist von Mary Kay. Es sieht schon wunderschön aus. Das ist wunderschön. Und dann kann ich drücken so mit den Fingern, dass die Farbe mehr nach innen zieht und vorne auch so eine helle Markierung machen. Und klar, es darf nicht so feste Markierung sein, oder? Da muss wir so mit dem Pinsel so alles so verschwimmen. Und das ist nochmal von diesem Pigment. Sehr gut.
Jetzt fangen wir an mit der Augenleine machen. Das ist mit dem Gel von MAC. Ist sehr gut. Sorry, die Kamera hat nicht sehr gut geklappt, aber ich probiere es nächste Mal. Diese wie ein Kätzchen, oder? Außer von den Augen, das ist optional. Das muss nicht jeder machen. Ich habe eben so gern und darum mache ich. Tipptopp. Und ihr könnt immer so korrigieren, oder? Mit den Leinen. Und ein guter Tipp ist, dass immer so die Tüchli dabei habt. Das ist so Make-up entfernen, da könnt ihr gerade so sauber machen. Aber es kommt sowieso nachher noch die Abdeckung und noch Make-up. Und unter, ich mache nur ganz kurz so einen Strich. Und ich tue nachher mit dem Pinsel das alles aufblenden. Und jetzt mit dem Make-up Fix Studio von MAC. Das ist der Farbe NC42 mit dem synthetischen Pinsel. Dieser Pinsel ist von Lancôme. Genau. Da muss dann nachher mit der ganzen Haut das verteilen. Mit diesem Brush. Dann mache ich so wie polieren, oder? Die ganze Haut polieren. Das gibt ein gutes Resultat. Ich habe schon mit dem Make-up fertig und jetzt das ist mit dem Puder, Kompaktpuder, das ist von Dior. Da mache ich die ganze Gesicht, Kontur. Jetzt habe ich schon die Wimper, das ist von ELF. Und jetzt mache ich nochmal die trockene Kontur mit den Paletten von NYX und dieser Brush von Mary Kay. Ich habe zwei verschiedene Tone, so braun. Und dann tue ich das immer dort, immer ziehe ich nach oben, von unten nach oben. Richtung die Ohren da oben. Und muss ganz gut arbeiten mit den Markierungen, dass die ganz schön ans Gesicht bleibt. Immer zwei Finger Abstand halten von dem Mund und jetzt der Nase. Das ist so ein kurzer zum Zeigen. Dort muss man ganz gut arbeiten mit dem Pinsel. Sehr gut. Und das ist eine ganz schöne auf helle so für Licht bringen ins Gesicht, oder? Das ist von Dior. Das ist ein neuer von Dior, das ist ganz schön. Ich habe das sehr gern. Da machen wir jetzt fast so die
Abschluss von diesem Make-up. Ein guter Tipp ist, am Lip her tun, dass die Lippen gut trocken sind. Das tut sehr gut für den Lippenstift. Und weil ein Abend-Make-up ist, dann bekommen wir eine ganz schöne rote Lippe. Das ist die wunderschöne Farbe von MAC, Ruby Woo von MAC. Das ist eine wunderschöne Farbe, das ist eine klassische Farbe, gell, bei jedem Abend-Make-up, rote Lippe, sehr schön. Und das war für heute. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ihr gerne möchtet, könnt ihr bei meinem Kanal abonnieren und liken. Bis bald. Ciao zusammen. Danke.